Droht der USA die Zahlungsunfähigkeit? Die Finanzministerin der USA, Janet Yellen, schlägt Anfang Mai auf jeden Fall mal so richtig Alarm. Was es damit auf sich hat, was im Fall einer Zahlungsunfähigkeit auf uns zukommen kann und auch ob die USA das noch in den Griff bekommt, das schauen wir uns jetzt in diesem Video an. In diesem Artikel steht schon geschrieben, die USA, die hat ein dickes Problem. Denn der Kongress in den USA legt in unregelmäßigen Abständen eine Schuldenobergrenze fest und bestimmt also damit, wie viel Geld sich der Staat leihen darf, beziehungsweise auch wie viel neue Schulden so gemacht werden dürfen. Und derzeit liegt diese bei ganz entspannten 31,4 Billionen US-Dollar, quasi Portokasse. Doch der Schuldendeckel, der ist mittlerweile erreicht. Und zum jetzigen Zeitpunkt darf die USA also keine weiteren Schulden mehr machen. Und das ist natürlich blöd, wenn man sich eigene Ziele setzt und diese dann irgendwie nicht so ganz aufgehen wie geplant. Was in der Politik leider nichts Außergewöhnliches, kann jetzt aber in diesem Fall durchaus richtig kitzlig werden. Derzeit muss das Finanzministerium des Landes schon die Reserven anzapfen und bei den hohen Kosten, die dieses Land hat, da halten auch die Reserven nicht so unglaublich lange. Aktuellen Berechnungen und Daten zufolge, die zeigen wohl auf, dass es um den 1. Juni Schluss mit der Zahlungsfähigkeit des Landes sein könnte. Im schlimmsten Fall, bei einem monatelangen Zahlungsausfall, dann könnte auch das Bruttoinlandsprodukt, das BIP, um knapp 15% sinken. Das sagte die britische Großbank Barclays. Doch so weit will es die USA vermutlich nicht kommen lassen. So eine Situation gab es schon mal. Und damals, da wurde der Schuldendeckel dann einfach angehoben. Und natürlich können die Politiker auch dieses Mal wieder alles so hin und her schieben, wie es ihnen gerade passt. Hauptsache, sie sind sich einig. Was sind schon neue Schulden? Die globale Verschuldung ist doch sowieso schon auf einem Hoch. Da schaden doch 1 bis 2 Billionen mehr auch niemanden. Naja, eine Krise in den USA, die hat durchaus seine Auswirkungen. Schauen wir mal aufs Jahr 2011. Da hatten wir das Ganze schon mal. Da hat man alles bis zum Schluss aufgehoben und aufgeschoben. Und dann, wenige Tage vor der Zahlungsunfähigkeit, da wurde die Schuldengrenze dann erhöht. Dann war aber natürlich nicht alles gut, sondern der S&P, der rauschte erstmal ordentlich ab, nämlich um 17%. Auch der DAX, der deutsche Aktienindex, der hat ordentlich was mitbekommen damals. Und zwar fiel er in diesem Zeitraum um ca. 30%, also auch sehr, sehr steil nach unten. 2008 hatten wir eine solche Situation auch schon mal. Und hier sehen natürlich die Experten viele Parallelen. Damals war die Bankenkrise bzw. der große Crash. Denn gerade fällt dieses Kartenhaus unseres Geldsystems langsam in sich zusammen. Zumindest beginnt es damit. Viele Experten waren schon ewig vor einem Crash. Doch noch konnte sich das System am Leben halten, noch konnte es gerade gebügelt werden. Jetzt machte zuerst die Silicon Valley Bank den Anfang. Und wie die insolvent ging, habe ich schon im verlinkten Video oben erklärt. Das jüngste Opfer ist jetzt die First Republic Bank geworden. Übernommen wird die angeschlagene US-Bank nun vom Finanzgiganten JP Morgan. So viel ist bekannt. Wir sehen also immer mehr Banken, vor allem erstmal die Regionalbanken, die scheinen zu wackeln. Und die Finanzwelt, die gerät immer mehr in Bedrängnis. Wer sich jetzt fragt, oh, was kann ich denn jetzt tun, um mich und mein Vermögen zu schützen, der sollte sich mit physischem Gold definitiv auseinandersetzen. Das ist ein Asset, was viele Krisen überstanden hat und seine Sicherheit immer wieder unter Beweis gestellt hat. Doch auch Goldminenaktien, die können spannend werden. Die würden nämlich von steigenden Goldpreisen überproportional profitieren. Wir sind seit über 30 Jahren in genau diesem Markt als Investoren aktiv und verraten auf axinocapital.de und auch hier auf YouTube natürlich, worauf du beim Aussuchen von aussichtsreichen Minenaktien achten solltest. Beachte natürlich immer unseren Disclaimer, der ist am Ende des Videos nochmal verlinkt, da möchte ich hier ausdrücklich darauf hinweisen. Dennoch gilt die Aussage, Investoren sollten dringender denn je schauen, was sie mit ihrem Vermögen machen. Und Leute, die noch dabei sind, sich ein Vermögen aufzubauen bzw. neu an der Börse sind, die sollten sich mehr und mehr mit den gesamten Zusammenhängen des Systems befassen. Denn es wird immer klarer, die ganzen Crash-Propheten, die es so gibt und die ja häufig auch etwas belächelt wurden, wenn der Crash dann doch nicht kam, die haben im Kern eine richtige Aussage. Das System, das wackelt. Und die Bankenpleiten in letzter Zeit, die unterstreichen das Ganze auch nochmal. Die Frage ist jetzt, wird dieses System nochmal glatt gebügelt? Unser Geschäftsführer Wolfgang Seibold, der hat die Aussage getroffen, unser System ist im Prinzip wie eine Einbahnstraße, ohne Wendemöglichkeit. Die Frage ist jetzt nur noch, wie lang ist diese Straße? Hält sie noch weitere Jahre oder ist es jetzt Zeit zum Handeln? Schreibt eure Meinung mal gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, von euch zu hören. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.